Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Waldstättenmeer hier vorne. So. Gut, die verladen wir gleich auf dem Anhänger. Das sind noch, wie schon gesagt, vier Premium-Kartoffeln. Paletten. Ich hab gesagt, es hat nicht mehr viel, Leute. Muss man leider so hinnehmen. Das ist ja schon hart kriminell hier. Es ging vor. Ich krieg sowieso nur aber wir müssen ja nur noch müssen Das ist gut. Das ist also wirklich gut. Also, das ist schon prima. Habe ich mir hier schon wieder beigedacht. Alles gut. Kurz hoch. Kurz. Ihr bisschen. Auch ein bisschen vorne. Das war zu viel. Auch ein bisschen hinten. Dann haben wir's. Das war schon wieder zu viel. Digga! Mit diesem Schnee hier, Leute. Das ist ja hart pervers. So, hier noch ein bisschen drücken. Und mit dem anderen Paletten noch richtig drücken. OC gespannt, das ist LS Physik, dass der scheiß Trailer immer vorne wegschlüpft. Das verstehe ich nicht. Irgendwas ist da nicht koscher. Naja, muss man manchmal nicht drauf belieben. Ist so leider. Muss man leider. Ich glaube, um die 2000 Kilo macht eine Palette. Also geht ja schon noch was drauf. Komm hier. Oh, oh, oh. Hart kriminell, Leute. Ernsthaft jetzt mal. Mal kurz so zur Info. Ich habe den 5M nicht so genommen. Ohne Grund. Ich habe gedacht, dass es nicht geht. Dass die keinen Stapler haben. Haben sie. Naja, jetzt wissen wir es. Das nächste Mal. Aber natürlich mit dem LKW geht es natürlich noch einiges besser. Deshalb wollen wir jetzt nicht rumtüdeln. Wir wollen... Gut, die Abfallkartoffeln. Drauf. Dann,
Sind ja hier. Die, also. Ich denke mal so 6. 6. 8 Paletten könnten wir behalten. Rest kann weg, Leute. Rest kann wirklich weg. Acht Paletten Pflanzkartoffeln können wir behalten. Rest, wie schon gesagt, weg. Das wird uns richtig gut stören. Preisen auch her. Das wird uns richtig gut helfen. Ja, wir können ein bisschen Abstand lassen. Wie schon gesagt, wir kriegen ja so trotzdem nur 300 Paletten drauf. Das finde ich halt wirklich. Das finde ich schade. Und mit dem anderen Palett kriegen wir den noch drüber. Dann nochmal ein Abfallkartoffel hier drauf. Dann noch eine Saatkartoffel hier drauf. Schön aufgestapelt. Dann geht's vorne weiter bis, wie schon gesagt, bis auf 8 Paletten. Müssen wir nicht den ganzen LKW befüllen, glaube ich. Wie schon gesagt, einer kommt hier noch drauf. Ich kann ja kurz gucken. Hier, die 4 behalten wir safe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also 5 Stapeln. Kriegen wir locker. Kriegen wir locker mit. So muss es sein. Dann sind die Kartoffeln weg. Sind sie schon mal im Bunker. Ich denke mal, veranlassen wir ihn auch schon mal heute. Ich weiß nicht, wie die Preise sind. Müssen wir noch kurz absprechen. Aber ich glaube, sogar Dezember ist einer von den besten Monaten für die Kartoffel zu verkaufen. Kann natürlich immer anders sein. Bisher ist immer so eine Sache. Bro. Oh. Hier Spanngurt drum. Hier. Und kurz noch die letzte Reihe. Kurz abkoppeln da vorne. Nee, können wir kurz hier reinschmeißen. Alles gut. Von der Seite müssen wir gar nicht abkoppeln, stimmt. Auch 1000 Liter Saatkartoffeln, das soll ja auch reichen, Leute. So ist es auch nicht. Das können wir gerne wieder machen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas feiert. Mit den Kartoffeln. Eigentlich könnten wir alle wegschmeißen. Stimmt. Eigentlich könnten wir alle wegschmeißen. Kriegen wir alle mit? Kriegen wir. Weil nächstes Jahr will ich ja keine Kartoffeln mehr sehen. Stimmt. Da war ja was. Wir müssen ja Mais anziehen fürs. Wir kriegen eigentlich alle mit. Ja, dann kaufe ich zu. Wenn ich übernächstes Jahr wieder machen will. Das war zu weit. Das ist alles okay. Gut, dann schmeißen wir hier gleich voll. Weg damit.
jetzt hier schön lange Gabeln drauf. Ist schon erledigt. Hier renne und dann mal eine schöne Wendung. Der hat ja einen Einschlag, wie weiß ich was. Kann man hier drehen, wie man will. Ich glaube, 1700 Kilo macht so eine Balloxe. Das sind 2, 3,4 Tonnen, oder? Ich krieg der Stapel locker gehoben. Wer ist denn mein Y? Zu. Gleich wieder. Wir brauchen vorne. Ja, wieder falsch. Also richtig. Ja, es geht halt wirklich haarscharf aus. Wirklich lauter. Da müssen wir nicht drüber sprechen. Stimmt, ich habe gar nicht mehr drauf gedacht, dass wir nächstes Jahr gar nicht. Oh nee, Ete. Immer wieder so eine Sache. Ah, falscher Knopf. Gut, unterlassen. Es passt gerade so, Leute. Muss man sagen, es hat kein Spiel mehr. Jetzt umswitchen. Gleich hinten öffnen, Leute. Das wäre richtig sind. Zweite Palette vorne. Renne. Glück ein 4x4 Stapler, Leute, also. Auch wieder so eine Sache. Ohne grenzwertig. Er ist hoch. Es geht sich wirklich ein Zentimeter aus, Leute. Zum Glück geht's aber aus. Wir können hier noch ein bisschen drücken. Dann geht der genau zu. Auch oben noch. Spangenworte drüber. Perfekt. Das muss ich ja nicht mehr von Hand machen. Das ist ja auch.
Ja, das passt doch. Es geht alles hydraulisch heutzutage. Es ist auch wieder Premium hier. Gut. Es gibt Asche, Leute. Muss man auch ehrlich sagen. Muss man auch ehrlich gesagt haben. Wir haben ja jetzt um die 20, aber wir müssen auch bezahlen. Also so ist es nicht. Kostenlos ist es nicht. Es ist halt hier mit viel mit Seitenschub zu machen. Und Geschicklichkeit. Das müssen wir wieder runterlassen. Ganz rüber. Eben. Für den LKW wieder schön gerade beladen. Muss das halt. Die obere. Hat sich leicht verschoben. Aber das ist kein Ding. Können wir um ihn. Also gut. Mal so eine schöne gefüllte Fuhre nach oben. Ah, wir haben vergessen. Schlecht. Das Ding gleich drauf. Ich habe vergessen, die letzte Palette auf den Hänger zu bringen. Aber auch gut. Ist ja nicht wild. Bringen wir die kurz hier. Es ist mir wichtig, dass die dran ist. Gut. Spann gut Strom. Geld. Perfekto. Brauchen wir nicht. Gut. Nächste Palette. Und Yuppie. Ihr könnt es direkt ganz auf die anderen Seite lassen. Es wird weniger, Leute. Wir sehen den Ausweg. Ja, das hast du mit Kartoffeln. Das wieder auf dem LKW. Sollten jetzt, wenn sie mit dieser geladen, sollten noch 4 Paletten sein. Aber bei 20 Minuten haben wir auch Schluss, Leute. Mach ich das kurz hier offscreen. Fertig. Gut ist, Leute. Auch so ein Ding. Aber, meine lieben Freunde, ich würde aber auch sagen, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen, Abo da lassen und unbedingt zunächst noch vorbeischauen. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.